Also ich bin der Rainer Nottmeier vom Reiterverein Saarbeck und wie jedes Jahr war es natürlich hier wieder ein super Erlebnis, hier auf diesem Turnier zu sein. Und wir freuen uns auf nächstes Jahr und hoffen, dass wir dann wieder den Sympathiepreis gewinnen und die 500 Euro unter anderem für Jugendarbeit und Sonstiges, was auf dem Turnierplatz und so gemacht werden muss. Guten Tag, mein Name ist Judith Hölscher, ich bin 22 Jahre alt und durfte heute dieses Jahr das erste Mal die Kür mitreiten und das war das Highlight meines Turniers hier. Hallo, ich heiße Christina Nortus, das ist mein Pferd Ribéry. Also ich fand das Turnier toll. Ich habe ja im letzten Jahr einmal ausgesetzt und habe mich riesig gefreut, dass ich wieder mitreiten durfte und bin bestimmt nächstes Jahr wieder dabei. Mein Name ist Carina Lupp und mir hat das Turnier dieses Jahr wieder besonders Spaß gemacht. Ich konnte mein Team dieses Jahr im Springen verstärken und das hat wieder Spaß gemacht. Mein Name ist Amelie Lupp. Ich bin total glücklich und das ist mein Pferd Rocky. Ich bin der Lukas Wolpert, das ist mein Pferd Koro. Für mich war das die Mannschaftspremiere hier in der Halle Münsterland und ich war jetzt auch ganz schön erleichtert, als ich dann durch den Parcours war. Ich bin die Mutter der Kompanie, ich bin Petra Hartgen, habe heute das Feld angeführt und haben uns da auch und wurde dabei tatkräftig unterstützt in der Dressurarbeit von dem Herrn Schulze-Suttorf aus Greven und von dem Herrn Kurt Kühnemann aus Albachten. Und der Rainer, auch unser Mannschaftsreiter, hat das Springtraining übernommen und wir sind sehr, sehr zufrieden mit der Leistung und wir hoffen, dass wir das auch so in nächster Zukunft aufrechterhalten können. Dankeschön. Was bleibt über zu sagen? Eigentlich nur, dass wir mit unserer Leistung außerordentlich gut zufrieden sind. Die Umstände bekanntermaßen waren nicht so gut bei uns. Wir sind spät ins Training eingestiegen. Bewundernswert die Disziplin aller Reiterinnen und unserer beiden Reiter, die von vorne bis hinten, ohne einmal irgendwo über sich irgendwas zu beklagen, ihren Job gemacht haben und letztendlich zu diesem Erfolg dann ihre Leistung jeder im Einzelnen beigesteuert hat. Also ein sehr positiver Jahresbeginn für 2014 für uns.